Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Schweden, McMurra, Moment, Karibien. Also, wir haben eine 44,4% Alkohol bei Volumen. Interessant, 44,4. Whiskey Base Nummer 1, 2, 3, 6, 2, 7 kostet um die 120 Euro. Ich habe ein bisschen weniger schon gesehen. Und ich habe tatsächlich eine Flasche bekommen. Vielen Dank dafür, lieber McMurra-Team. Ich habe das gesehen, dass es so viel noch in der Flasche war. Ich bat ganz, ganz frech darum. Und ich habe gesagt, kein Problem, Jason. Natürlich kriegst du die Flasche. Und die haben gleich eine neue Flasche aufgemacht und dann weiter das so gemacht. Moment-Serie ist schon eine interessante Sache. Auch mit diesem Ring hier, absolut schwierig zu fotografieren. Also es gab insgesamt tatsächlich 4137 Flaschen davon. Jemand saß und hat immer der handgeschriebene Nummer hier drauf getan. Hier ist wirklich eine Metallplatte da drauf. Also eine schöne, schöne Sache. Also die Kanten sind scharf. Also ich konnte mich echt fast damit verletzen, muss ich sagen. Und hier oben drauf gibt es hier ein paar Körner hier drin. Auch das ist hier eine wichtige Sache. Und ich habe vergessen, wofür die Körner hier sind. Das sind Malzkörner. Und ich werde hier die mal versuchen, mal aufzumachen und zu schauen. Denn ich glaube, das sollte jetzt hier der Green Malt sein. Das sollte gemälzte Gerste sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. So, lass uns sehen, ob ich das hier sehen kann. Ja, genau, das ist hier. Man kann tatsächlich hier ein bisschen sehen, wie der Getreide schon aufgegangen ist. Ja, genau, das wusste ich, dass es das passiert. Also, wenn man hier einfach mal schaut. Also, ist das ein bisschen hier, oh, schlecht gemacht, Jason. Also, Green, also Malz. Gut. Schwere, schwere, endlich habe ich eine Flasche, nicht nur ein Sample. Schwere Korken, also Kunstkorken hier drauf, aber schwere Metall mit dem Moment hier Symbol da drauf. Und ich weiß noch, dass ich auf der Hanse-Messe das hier gemacht habe. Ein Video auch dazu, vielen Dank. Und ich weiß noch, dass es ungefähr in diesem Abstand habe ich nur Rum schon gehabt. Denn was wir haben ist, oh, das wusste ich auch nicht. Guck mal, auch da unten kann man auch hier diesen Symbol hier sehen. Auch das ist cool. Was ich nicht wusste vorher, ich schau mal, ob ich es so hinkriege, dass ihr es noch ein bisschen sehen könnt. Yep. Ist Plantation Rum hat den einige Fässern. Es gab einen Austausch. Das ist hier Barbados und Jamaika Rum. Und hier drin haben wir tatsächlich Ex-Oloroso-Fässern, hier haben wir dann Ex-Sherry, also Kirschweinfässern, hier haben wir Ex-Bourbon-Fässern, 75% Rum zu 25% anderen Fässern. Mindestens 8 Jahre alte Whisky hier drin, bis hin zu 12 Jahre alt Whisky. Es gab 4137 Flaschen davon, wie ich erzählt habe, circa 600 davon kamen nach Deutschland. 120 Euro. Warum es 44,4% ist, weiß ich echt nicht. Was ich weiß, ist, dass 1998 es da vier, acht Freunde, die da in Schweden zusammen Whisky tranken, also und die sagen, warum gibt es kein Whisky aus Schweden? Gesagt, getan, 99 haben das erstmal destilliert. Ob das so legal war, weiß ich nicht. Also, denn 2000 und haben sie entdeckt, dass sie tatsächlich hier 30 Liter Fässern benutzen können, um alles schneller zu reifen. Und dann 2014 haben sie ihr Bodedes oder Bodesmine entdeckt, wo sie ihre 50 Meter unter dem Boden da reifen können. Also eine coole, coole Sache. Meine Nase sagt, wie ich sagte, schon hier habe ich Rum. Hier habe ich wirklich Rum mit Malz, mehr nicht. Also es ist wirklich schwierig, hier gute Noten zu kriegen. Ich habe Rum, also ich bin der, ich lieb, ich mache Rum. Und ich habe mich damit echt bisher gar nicht beschäftigt, bewusst. Ich musste mich erstmal mit Whisky auseinandersetzen. Dann habe ich auch noch Cognac entdeckt. Und wenn ich anfange, ein bisschen mit Rum da mich da auseinanderzusetzen, ach, das geht gar nicht. Ich schaffe das gar nicht. Also, das wird hier einfach eine Plätte sein für mich und mein Leben und für mein Dasein. So, es steht hier: The Caribbean Love Story Continues. Die karibische Liebesgeschichte geht weiter. Eine Kooperation zwischen Plantation Rum, wo unser schwedischer Whisky wurden gefinisht in Barbados und Jamaiken Rumfässern. Also, der Lagerhalle war tatsächlich der Bodesmine.
Also die Verpackung ist gar nicht so schlecht, allerdings für 120 Euro, ob ich nur Pappe mir erwarte, weiß ich nicht. Aber das ist, wie ich das so sehe. Und hier mit dem Ring darauf und der ist schon ein bisschen geklebt und mit dieser Platte da hat schon was, hat ein bisschen Gefühl hier von edel. Allerdings, wie ich sagte, die ganz schon scharf, die Kanten hier. Also muss ich sagen. Gut. Der kommt weg, denn ich will das natürlich vergleichen. Und was ist der Standard-Rum-Finish-Whisky in der Welt? The Balvenie Caribbean Cask. 14 Jahre alt. Also wenn 8 bis 12 Jahre alte Whisky da drin, dann können wir hier unser 14 Jahre alte Balvenie hier wieder rausholen. Ich war bisher nicht von dieser Flasche äußerst begeistert. Also ich bin sowieso vom Rum-Finishes häufig nicht so begeistert. Ich habe ein Willet-Glas hier genommen. Schön, Jason. Tu einfach mal Willet Caribbean Cask in ein Willet Cask. Das ist kein Stilbuch. So, 43%. Hier haben wir 44,4. Ich finde, die sind okay. Also, was ich kriege, ist tatsächlich hier ein bisschen ein Bourbon-Fass. Und was ich auch kriege, ist ein Hauch vom irgendeinem, ich habe den Blomstedt, diese Kirschwein gelagerte schwedische Whisky geliebt. Und ein kleines Note davon ist irgendwo da mit drin. Aber rum und dann darunter Bourbon und dann darunter eine leichte, delikate Kirschweinnote. Hier ist der Rum tiefer, hier ist der Rum süßer, hier ist der Rum mehr Molasses. Probieren wir mal. Also, naja. Rum! Und dann, naja, und dann am Ende bin ich nicht sicher. Da kämpft sich etwas. Kämpft mit etwas. Der Rum kämpft mit etwas. Der kämpft mit einer malzigen Frische. Eine noch nicht ganz hundertprozentige gereifte Frische, um ehrlich zu sein. Ich probiere nochmal, bevor ich meine Urteil abgebe. Es wird nicht vernichtet sein, vernichtend sein, aber es ist nicht eine Halleluja, wow, ich bin überrascht. Ich werde schon jetzt einmal mit. Ich finde, es gibt hier keine kleine Punkte, wo man gut eingreifen kann hier. Also der halten kann. Das ist richtig schön vom Flaschendesign. Also bei Samples muss ich schon sagen, der Flaschendesign fällt gänzlich weg. Also ich habe ein Bild da vorne, man kann ein bisschen sehen, man fühlt die Flasche, eine schwere Boden hier, überall kleine Momente hier, wo man einfach Dinge entdecken kann. Also am liebsten möchte ich diese Band hier aufschneiden und schauen, ob ich die Platte da rauskriege und zu sehen, was das so ist. Durch Wasser hindurch wird der Malzigkeit stärker, der Rum-Moment wird schwächer. Tut sich schon, er wird süßer. Und dann am Ende kippt er schon wieder. Da kommt dieser junge Moment. Er verzögert das nur ein bisschen hinaus. Und am Ende kommt diese säure, junge, noch nicht ganz so vollkommen ausgereifte Moment. Metallisch wäre zu stark gesagt, aber ein bisschen bitterer, aber es ist nicht nur Tanninbittern, sondern es ist ein Spirituose, der noch sehr viel Power hat, aber noch nicht eine schöne Reifung hinter sich hatte. Ach schade, 8 Jahre Minimum, 12 Jahre hier Maximum. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Mann, da habe ich wirklich hier nur ein letzte Pfütze hier gekriegt. Das ist genau richtig für mich. Ich hätte bei einem 5 CL hätte ich mehr gehabt, finde ich. Also unser Balvini. Wie ich sagte, der Rum ist da stärker. Ich glaube, der auf Englisch dürfte er nicht heißen Colombian, eine Cuban Rum,
Also deshalb haben sie Caribbean hier genommen. Wesentlich reifer, wesentlich runder, wesentlich vollkommener. Also alles schließt sich zusammen, das Süße zusammen mit dem Rum, zusammen mit dem Holz, zusammen mit dem Honig, zusammen mit dem Alkohol. Also das ist ein Paket. Allerdings, diesen Paket finde ich nicht genial, aber der kommt nicht annähernd daran. Irgendwann habe ich den auch hier rausgeholt, habe das mit irgendetwas verglichen. Falls jemand das weiß, dann kann mir es gerne sagen. Ich weiß doch, dass der andere dieses Ding aus dem Wasser geschmissen hat. Der war absolut minderwertig verglichen, was ich hatte. Und jetzt ist der Bavini 14 eindeutig besser hier aus der Caribbean McMurra für mich. Ein letztes Mal, der hat schon eindeutig Rum-Momente. Gerade in der Nase. Im Mund kriege ich einfach eine Süße, denn da der jetzt hier, wie ich sagte, kommt rein, Süße und dann am Ende ist das noch nicht, wo es sein soll. Und dann fängt diese Verwirrung an. Oh, und Bitterkeit und oh. Kriegt ein 3 Minus von mir. Preis-Leistung 120 € 4. Ach, Leute, sorry. Vielen Dank für die Flasche. Ich werde kein Englisch-Video davon machen. Ich habe einfach für mich beschlossen, ich mache immer gerne ein Englisch-Video, wenn ich etwas empfehlen kann. Aber ich habe einfach mal satt, auch meine deutsche Whiskys und auch von mir aus von meinen europäischen Whiskys, nur noch schlechte Videos zu drehen über Sachen, die man nicht kaufen sollte. Ich möchte gerne die Leute neugierig machen auf das, was sie haben können. Auf Deutsch ist mir egal. Ich mache es jeden Tag im Video. Auf Englisch gibt es nur dreimal die Woche. So von daher, meins ist es nicht. Sorry. Also da würde ich lieber echt tatsächlich hier zu Balvini, Caribbean Cask gehen. Und ich weiß, es gibt noch Sachen, die wesentlich besser sind als das. So. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Frage des Tages. Welche Rum... Finished Whisky gefällt euch am besten. Das hier, da fehlt etwas. Ja, genau. Also, ich habe vorhin den Winterglued gehabt und da war ein bisschen Virgin Oak da drin. Und hier, glaube ich, könnte es tatsächlich ein kleines bisschen Virgin Oak ertragen. Und ich glaube, der Cherry Casks, also Kirschweinfässern, ging einfach mal unter hier. Und auch die Ex-Oro-Loso-Fässern waren auch Oro-Loso und Rum zusammen. Ich war nicht ganz sicher, ob das so eine geniale Mischung ist. Stell mal vor, man würde die Ex-Oro-Loso-Fässer rauskicken, man würde einfach mal Virgin Oak da reinhauen. Das könnte natürlich hier ein bisschen das ganze Geschmacksprofil verändern, dahin, wo ich es gerne hätte. Naja, Whisky Jason hier. Meine Frage des Tages ist: Welche Rum-Finish-Whiskys kennt ihr? Auch von mir aus Irland, von mir aus denn aus den Schweden oder auch denn aus Amerika oder auch aus den natürlich Schottland. Was kennt ihr, wo ihr sagt: Wow, ist gut. Bitte liken, bitte abonnieren, bitte immer auf meine auf meine Amazon-Seite gehen und da irgendwas denn einfach anders bestellen. Jeden Tag 17:30 Uhr meine Videos kommen raus. Und dann am Sonntag um 21 Uhr habe ich hier einen Livestream mit irgendjemandem. Vielleicht eines Tages mache ich sogar auch einen Livestream zum Thema schwedische Whiskys. Also, falls das nun klappt, wollte ich gerne vor der Kamera das versuchen. Ich habe mein Messer, ich habe hier diese Sache und ich will hier schauen, ob ich das Ding hier abkriege. Denn es ist einfach nur ein Gummiband im Grunde. Und das ist einfach meine... persönliche, guck mal, das geht ganz gut. Und weg ist die. Die Flasche ist fast leer. Und die haben es tatsächlich einfach mal, es ist alles nur mit Gravity gemacht. Und die haben diese schöne Sache hier drauf. Also, guten Metall, aber wie ich sagte, die Kanten würde ich fast ein bisschen eher nächstes Mal abschleifen. Die haben was. Also, man kann sich echt relativ fast daran auch schneiden. Aber eine schöne, schöne Sache. Also, auch denn da konnte man das hier drauf tun. Ups, die Flasche aus dem Bild. Man kann das hier drauf tun und dann einfach mal so machen, wie man will. Also, warum nicht? Also, eine gute Idee. Whiskey Jason hier. Ich sage Tschüss, bis morgen. Bye bye.